am schwarzen Mann. Kriminalhörspiel von Linda Tesme. Wie sieht's aus, Baumann? Oh, scheiß Kälte. Na. Das Motorrad liegt da drüben, Typ Java. Ziemlich ramponiert, die Maschine. Und sonst? Wir haben Schützens Uhr. Das Glas ist zertrümmert, die Uhr blieb um 19.56 Uhr stehen. Das müsste der genaue Zeitpunkt des Unfalls sein. Die Meldung aus Chalente kam gegen 20.20 Uhr. Wir sind etwa eine Dreiviertelstunde später eingetroffen. Mhm. Wie geht's dem Genossen Schütze überhaupt? Noch keine Nachricht aus dem Krankenhaus. Ein merkwürdiger Unfall. Wieso? Der Wolfgang Schütze ist es als ABV gewohnt, Motorrad zu fahren. Er ist ein ausgezeichneter Fahrer, habe ich erfahren. War mal in einem Club. Aber das besagt doch noch gar nichts. Wissen Sie, welchen sinnigen Namen der Park hier trägt? Am schwarzen Mann. Ah. Nee. Diese Gegend kennt Schütze als ABV für Chalente sehr gut. Und doch passierte hier der Unfall. Er war auf dem Weg nach Kremsmühlen mit dem Motorrad. Festgestellt wurde bisher nur, dass Schütze in der Kurve das Gas wegnahm. Gleich dahinter ist er dann gestürzt. Genosse Hauptmann. Wir haben Schabspuren gefunden, an zwei sich gegenüberstehenden Bäumen. Höhe etwa 75 Zentimeter. Sie rühren von einem Seil oder Draht her. Danke. Und was besagt das? Schütze hat es erwischt. Irgendwelche Zeugen? Wer geht hier schon spazieren um diese Zeit? Und der Mann, der ihn gefunden hat? Wartet am Funkwagen. Sie sind... Ich heiße Fenske. Heini Fenske. Das ist Oberleutnant Baumann. Ich bin Hauptmann Gerber. Ihnen ist kalt, was? Sie stehen ja auch schon eine ganze Weile hier. Nein, ich friere nicht. Sie haben die Polizei benachrichtigt. Was glauben Sie, wie erschrocken ich war? Ich kenne den Wolfgang von Kind an. Woher kamen Sie? Von Kremsmühlen. Von der Arbeit. Ich bin im Rinderstall. Sie kommen jeden Abend um diese Zeit nach Hause? Manchmal früher, aber nie nach acht. Diesen Weg benutzen Sie immer. Und mit dem Moped fahre ich lieber über die Chaussee. Aber für jeden, der von Chalente nach Kremsmühlen will, ist der Weg durch den schwarzen Mann kürzer. Das stimmt. Mhm. Also dürfte der Weg allen Einwohnern der Umgebung vertraut sein. Heute Abend, Herr Fenske, auf Ihrem Heimweg, ist Ihnen da jemand begegnet? Ein Motorradfahrer hat mich überholt. Schütze. Gleich darauf hörte ich es krachen und dann fand ich ihn. Jedenfalls war es sehr geistesgegenwärtig von Ihnen, sofort den Arzt zu rufen und auch uns verständigen zu lassen. Ich bin gleich zur Ulmschenke gelaufen und habe von dort aus telefoniert. Hierher, Genosse Cornelius. Genosse Gerber, das ist der ABV von Kremsmühlen. Ich war gerade im Krankenhaus. Leichte Gehirnerschütterung, Rippe angebrochen, Unterarmfraktur. Der Arzt sagt, Wolfgang, das heißt der Genosse Schütze, hätte Glück gehabt. Haben Sie mit ihm sprechen können? Na, er war noch bewusstlos. Wir haben Spuren gefunden. Ein Seil war über die Straße gespannt. Ein Seil? Ja, das ist doch nicht möglich. Ist der Genosse Schütze verheiratet? Seine Frau habe ich nicht benachrichtigen wollen, solange wir nicht wussten, wie es ihm geht. Völlig richtig. Das erledigen wir. Und wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erst einmal sind Sie ab jetzt als ABV für beide Ortsteile verantwortlich. Für Chalente und für Kremsmühlen. In Ordnung. Stellen Sie bitte fest, wo Schütze heute den ganzen Tag über war. Mit wem er gesprochen hat. Warum? Sie kennen doch die Leute besser als wir. Ja, sicher. Ich melde mich, wenn ich was herausbekommen habe. So, Herr Fenske, wir sind fürs Erste fertig. Gibt es ein Hotel in der Gegend? Wir müssten uns ein Zimmer mieten. Wir sind kein Winterkurort. Noch ist alles mehr Dorf als Stadt. Mhm. Also nichts. Sie könnten sich höchstens... Ja, Herr Fenske? Bei mir. Das heißt, bei uns würde es gehen. Wir könnten Ihnen ein Zimmer überlassen. Wir wohnen hier gleich hinterm Park, meine Schwester und ich. Platz ist genug im Haus.
Haben Sie Telefon? Natürlich. Eigentlich nicht schlecht. Wir bleiben in Tatortnähe. Ein Seil. Ich verstehe das nicht. Wieso denn? Beruhigen Sie sich, Frau Schütze. Das ist ja alles noch mal gut gegangen. Wer macht denn sowas? Das muss nicht Ihr Mann gegolten haben. Frau Schütze, wir wissen, dass das für Sie jetzt sehr schmerzlich ist. Ja. Trotzdem müssen wir Ihnen einige Fragen stellen. Ja. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht, dass es heute später wurde und Wolfgang nicht kam. Mit wem hatte Ihr Mann in letzter Zeit dienstlich zu tun? Darüber spricht er nicht. Und in Ausnahmefällen? Es könnte sich um einen Racheakt handeln. Bitte, Sie dürfen uns nichts verschweigen. Ach, das liegt viel zu lange zurück. Was? Die Sache mit dem gestohlenen Motorrad. Wer hat es gestohlen? Dieter. Welcher Dieter? Dieter Westermeier. Dieter und Wolfgang waren Schulfreunde. Und Ihr Mann hat ihn verhaftet? Ja. Wann war das? Dieter muss so 23 oder 24 gewesen sein, also vor 4 Jahren etwa. Wirklich ein bisschen lange her, die Geschichte. Sie kennen also diesen Dieter Westermeier. Trauen Sie es ihm zu? Ja, ich kenne Dieter. Sie kennen ihn gut? Wir waren befreundet. Bevor ich Wolfgang geheiratet habe. Mhm. Das Motorrad stahl Dieter wohl damals nur, um mir zu imponieren. Ich wusste nicht, dass es gestohlen war. Sie mussten doch aber wissen, ob er ein Motorrad besaß oder nicht. Aber er erzählte mir, er hätte es gebraucht gekauft. Er wurde verhaftet und alles kam heraus. Ja. Dieter hat es nie einfach gehabt. Sein Vater starb früh. Frau Westermeier ging arbeiten. Sie hatte wenig Zeit für den Jungen. Das Geld war auch immer knapp. Verzeihen Sie, Frau Schütze, vielleicht ist das indiskret, aber haben Sie gleich nach dieser wenig erfreulichen Geschichte den... Ach, Sie meinen, ob ich schon bald darauf Wolfgang geheiratet habe? Ja. Wolfgang hat mir nie etwas gesagt. Er wollte fair sein. Er hat mir sogar gesagt, dass ich auf Dieter warten sollte. Was Sie nicht taten. Nein. Das liegt ja nun alles Jahre zurück. Ja, das schon, aber... Aber? Ja, in letzter Zeit sind bei uns in der Umgebung oft Autos gestohlen worden. Die wir dann irgendwo wiederfinden. Ja. Mit leerem Tank, unbeschädigt, nichts daraus gestohlen. Ja. Verdächtigte Ihr Mann Dieter Westermeier? Fragen Sie ihn selbst. Aber meine Herren, was wollen Sie denn so spät noch? Kriminalpolizei. Die Patienten brauchen ihre Ruhe. Schwester, wir haben eben angerufen. Mich nicht. Wir sind dienstlich hier. Der Arzt hat uns erlaubt, unseren Genossen Wolfgang Schütze zu... Und wo sind dann die Blumen? Da bringen Sie nicht mal Blumen mit? Schwester, wir haben dienstlich zu tun. Wir wollen mit dem Genossen... Ich habe Nein gesagt. Wo finden wir den Stationsarzt? Na gut. Meinetwegen. Aber nur 2 Minuten. Und auf Ihre Verantwortung. Ein Seil über die Straße gespannt? Genosse Schütze, vielleicht ist Ihnen jemand nicht ganz wohlgesonnen, um es vorsichtig auszudrücken. Sie meinen, das galt mir? Die Tatsachen sprechen dafür. Sie halten einen Racheakt für ausgeschlossen. Ja. Könnte dieser Unfall in Beziehung zu einer Sache stehen, die Sie zurzeit bearbeiten? Was geschieht denn bei uns schon groß? Na, beispielsweise gibt es Autodiebstähle. Dieter Westermeier. Hat meine Frau was gesagt? Sie hat es angedeutet. Ich habe mit Dieter darüber gesprochen. Mensch, Dieter, mach keinen Quatsch, habe ich gesagt. Halten Sie ihn für den Autodieb? Ja oder nein? Ich kann's nicht beweisen. Und nochmal wollte ich ihn nicht reinreiten. Sie haben damals nur Ihre Pflicht getan. Und ich habe Angelika geheiratet. Ich weiß doch, was manche Leute reden. Warum nehmen Sie an, dass Westermeier mit den Autodiebstählen was zu tun hat? Immer wenn ein Wagen verschwand, trieb sich Dieter in der Gegend herum, wo das geschah. Haben Sie ihm das gesagt? Nicht so direkt. Wie hat er reagiert?
Ausgelacht hat er mich. Wann hatten Sie dieses Gespräch mit Westermeier? Eine Woche ist es her vielleicht. Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Heute Abend. Wir hatten sogar Streit miteinander. Weshalb? Ein Bürger hatte sich beschwert wegen Ruhestand und Lärms. Was war denn los? Ein paar Jugendliche hatten in einer Wohnung gefeiert. Dieter war auch dabei. Noch eine letzte Frage. Wusste Westermeier, dass Sie heute Abend nach Grimsmühlen wollten? Und dass Sie den Weg durch den Schwarzen Mann nehmen würden? Das weiß ich nicht. Und du willst nicht noch bleiben, Harald? Wir können ja noch mal auf mein Zimmer gehen. Heute nicht. Das Fußballspiel habe ich gesehen. Es ist wegen Heini? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum er auf einmal so sehr gegen unsere Heirat ist. Aber ich? Der braucht eine billige Magd. So ist das. Fräulein Schenske? Ja. Sie sind sicher die beiden Herren von der Kriminalpolizei. Mein Bruder hat sie schon angekündigt. Guten Abend. Guten Abend. Mein Verlobter Herr Kasch. Bis morgen, Christel. Mhm. Wird aber sicher etwas später. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da kommen Sie doch bitte herein. Hübsch haben Sie es hier, Herr Fenske. War das früher mal ein Gut? Ja. Unser Haus gehörte dazu. Damals war Schalente noch Dorf. Jetzt werden wir ja langsam Stadt. Mhm. An den Neubauten sind wir vorbeigefahren. Am anhänglichsten ist der Geruch. Den können auch die neuen Häuser nicht verdrängen. Der zieht von Kremsmühlen rüber, von den Ställen. Wie war denn das Fußballspiel? Welches Fußballspiel? Wir hörten, der Verlobte Ihrer Schwester hat es sich im Fernsehen angesehen. Ich mach mir nichts aus Fußball. Aber so ein erwachsener Mann wie Harald ist Baubrigadier drüben in Kremsmühlen, hockt sich anderthalb Stunden vor den Fernsehapparat. Wie ein Klotz. Jeder hat so sein Hobby. Tja. Meine Schwester macht Ihnen noch schnell ein paar Schnitten und Ihr Zimmer ist auch fertig. Sie sollten sich doch keine Umstände machen. Ja. Haben Sie denn schon was herausgekriegt? So schnell arbeitet nicht mal Kommissar Maigret, Herr Fenske. Ja, bitte? Volkspolizei, Oberleutnant Baumann. Hat er wieder was angestellt? Nur ein paar Erkundigungen, Frau Westermeier. Kommen Sie doch rein, bitte. Sehen Sie sich nicht um. Ich bin erst vor einer Stunde von der Schicht gekommen. Ihr Sohn ist nicht zu Hause? Sie wollen also doch was von Dieter? Ich möchte ihn gern sprechen. Och, wissen Sie, sein Vater ist zu früh gestorben. Das war es wohl. Ein schlechter Kerl ist Dieter nicht. Hm. Wo ist er jetzt? Muss gleich kommen. Er holt Kohlen aus dem Keller. Frau Westermeier, Sie werden sicher schon gehört haben, was gestern Abend am Schwarzen Mann passiert ist. Oh, damit hat doch Dieter nichts zu tun. Mhm. Tja, trotzdem muss ich ihm einige Fragen stellen. Na los, fragen Sie. Sie sind Dieter Westermeier? Ist noch Bier da, Mutter? Als was arbeiten Sie zurzeit? Traktorist auf der LPG in Kremsmühlen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit, Herr Westermeier? Was wollen Sie denn hören? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wer einmal im Knast war, wird den schwarzen Peter nicht mehr los. Was soll das heißen? Sind Sie so naiv oder tun Sie nur so? Dieter! Herr Westermeier, wie gut verstehen Sie sich mit Wolfgang Schütze? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Gestern. Mhm. Sie hatten Streit miteinander, nicht wahr? Das hat uns Genosse Schütze gesagt. Na, dann wissen Sie ja schon alles. Wo waren Sie gestern Abend? Gegen 20 Uhr? Vielleicht am Schwarzen Mann? Nein. Nichts weiter?
Nur nein. Dieter hat damit nichts zu tun, Herr Oberleutnant. Das können Sie mir glauben. Herr Westermeier, in letzter Zeit verschwinden hier in der Umgebung häufig Autos. Was wissen Sie darüber? Nichts. Hat Wolfgang Schütze mit Ihnen darüber gesprochen? Ich sag's ja. Kaum verschwindet was, kann's nur der Westermeier gewesen sein. Wie erklären Sie sich denn die Tatsache, dass auf so merkwürdige Weise hier in der Umgebung Autos gestohlen werden? Vielleicht braucht jemand eine Abwechslung. Hier ist doch nichts los. Gestern Abend war aber ganz schön was los. Es gibt auch andere Leute, die dem Wolfgang Schütze gern was am Zeug flicken wollen. Und wer? Helfen Sie uns, Frau Westermeier. Der Ladehoff zum Beispiel. Man muss die Menschen zwingen, etwas zu leisten, Genosse Gerber. Sehen Sie sich doch an, wie die neuen Häuser wachsen. Das ist nicht zu leugnen, Herr Bürgermeister. Sagen Sie es nicht, das sei ein Wunder. Wir arbeiten, das ist alles. Und die dörfliche Gegend hier wird immer mehr zur Stadt. Nun, sagen wir so, nicht mehr Dorf, aber auch noch nicht Stadt. Und genau da beginnen die konkreten Probleme für uns. Umstellungsschwierigkeiten. Die Erwartungen und Bedürfnisse steigen in einem Tempo, dem wir nicht gewachsen sind. Wo liegen denn die Hauptschwierigkeiten? Der Dienstleistungssektor ist vernachlässigt. Moderne Verkaufseinrichtungen, darunter eine Kaufhalle und auch ein Möbelkaufhaus fehlen noch. Die kulturellen Angebote sind generell zu gering. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die jungen Leute am meisten provoziert. Nehmen wir mal einen Jugendlichen wie Dieter Westermeier. Er ist kein typisches Beispiel für die jungen Leute hier. Warum nicht? Warum hat er sich so entwickelt? Daran ist doch nicht bloß das Elternhaus schuld. Er hat eben Pech gehabt. Hat ein Mann wie Erich Ladehoff auch nur Pech gehabt? Ja, auch eine wenig erfreuliche Geschichte, ich weiß. Warum rast ein ehemaliger Busfahrer, Herr Bürgermeister, ein Mann wie Erich Ladehoff, allseitig geschätzt, wie wir hörten, eines Tages unter Alkoholeinfluss mit dem Bus gegen die Friedhofsmauer? Ich habe, wie der ABV, für eine sehr harte Bestrafung plädiert. Man hat uns gesagt, mit dem Alkohol fing Ladehoff an, als seine Frau starb. Krebs. Konnte man nicht damals schon sehen, dass man ihm helfen muss? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Eine Frage noch. Gibt es zwischen Ladehoff und Westermeier eine Beziehung? Nein. Moment. Ja, natürlich. Welche? Damals, als Westermeier das Motorrad gestohlen hatte, erwischte ihn Ladehoff. Er hat ihn Schütze übergeben. Und wer hat Ladehoff später erwischt? Der ABV. Wolfgang Schütze. Sie wünschen? Wir hätten gern gewusst, um welche Zeit abends Herr Ladehoff hier anzutreffen ist. Da drüben. Früher hat er hübsche Rechnungen gemacht. Heute kommt er mit 2 Mark den Abend aus. Sitzt mir die Bude voll. Arbeitet er nicht? Fragen Sie ihn doch mal selbst. Vielleicht ist er heute gut gelaunt und antwortet. Danke für die Auskunft. Dürfen wir uns setzen, Herr Ladehoff? Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Fragen. Wollen Sie was trinken? 3 Kaffee, komplett. Kaffee? Ich kann mir meinen Kaffee selber kaufen. Wenigstens ein Cognac. Nein. Ja. Sie arbeiten heute nicht? Ich bin krank. Waren Sie schon beim Arzt? Hat er Sie krank geschrieben? Was geht Sie das überhaupt an? Ich brauche keinen Arzt. Und was brauchen Sie, Herr Ladehoff? Ich habe aufgehört zu trinken. Sehen Sie ja. Warum? Weil Sie begriffen haben, dass das auch nicht hilft. Weil man sich hinterher noch schlimmer fühlt. Wenn Sie es wissen, warum fragen Sie? Und die Arbeit? Die hilft auch nicht drüber weg? Das ist nicht meine Arbeit. Warum suchen Sie sich da nicht einen anderen Job? In meinem Alter? Leben Sie auf dem Mond? Das Einzige, was ich gelernt habe, ist Autofahren. Wenn wenigstens meine Frau noch lebte. 30 Jahre waren wir verheiratet. Bin ich
morgens wach werde, habe ich immer Angst, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich muss dann raus aus der Wohnung. Nur raus. Herr Ladorf, wir hätten gern einige Informationen über Dieter Westermeier gehabt. Ich weiß nichts. Ich will meine Ruhe haben. Trauen Sie es ihm zu. Was soll ich ihm zutrauen? Na, Sie haben doch Ihre Erfahrungen mit ihm. Hat er das Seil über die Straße gespannt, in das der AB vorgefahren ist? Woher soll ich das wissen? Wo waren Sie gestern Abend, Herr Ladorf? Ich war schon gestern krank. Wie war das eigentlich, als Sie Westermeier damals mit dem gestohlenen Motorrad erwischten? Herr Kaffee, bitte sehr. Danke. Sie fuhren also mit Ihrem Bus die Chaussee lang und trafen Dieter Westermeier. Straßenkram lagen Sie, waren gestürzt. Dieter und das Mädchen. Schützes heutige Frau. Ja, so ist es. Und dann kam mir der Bursche noch frech. Waren Sie deshalb so wütend auf ihn? Ich wusste doch, der hat niemals ein Motorrad gehabt. Und das Mädchen, das hätte meine Tochter sein können. Sie haben Westermeier zu Schütze gebracht und der ihn dann hinter Gitter. So ging's doch weiter, hm? Bedauern Sie es heute? Ich hätte dem Jungen ein paar in die Fresse hauen sollen. Und später hat der ABV Sie dann erwischt. Ja, nach strengster Bestrafung hat er geschrien. Sie haben einen Unfall unter Alkoholeinfluss am Steuer verübt. Ja, ja. Dafür habe ich aber bezahlt. Noch was? Scheiß Kälte. Ladorf ist nicht unser Mann, scheint es. Und bei Westermeier habe ich ebenfalls meine Bedenken. Also der große Unbekannte. Aber weshalb klammern Sie Westermeier aus Ihren Überlegungen aus? Es sieht so aus, als hätte er ein todsicheres Alibi. Was? Als Sie mit der Dienststelle telefonierten, habe ich mit Cornelius gesprochen. Diese Party am Montagabend und die Beschwerde eines gewissen Herrn von der Beck könnten für uns von Bedeutung sein. Dieter Westermeier war auf dieser Party. Mhm. Und es kam dort zu einem Streit mit dem herbeigerufenen ABV. Mhm. Das wissen wir. Mhm. Was wir bisher nicht genau wissen, wie lange blieb Dieter Westermeier nach dem Weggang Schützes noch bei diesem Fräulein Regina Sommerfeld? In ihrer Wohnung fand diese ominöse Party nämlich statt. Kommen Sie. Sie gehen umsonst hoch. Fräulein Sommerfeld ist vorhin weggegangen. Herr von der Beck? Ja. Kriminalpolizei. Oberleutnant Baumann, ich bin Hauptmann Gerber. Wohnt Fräulein Sommerfeld allein? Oh, allein. Die Wohnung scheint ziemlich groß zu sein. Oh ja, 3 Zimmer. Die Eltern sind zum Winterurlaub. Beide Lehrer. Sie nutzen die Ferien. Herr von der Beck, Sie hatten sich beschwert, dass über Ihnen am Montagabend eine wüste Party gefeiert wurde. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt, ja. Das ging schon seit Sonnabend. Bis Montag, jeden Abend. Was verstehen Sie unter wüster Party, Herr von der Beck? Herr Hauptmann, ich habe nichts gegen junge Leute. Nein, wirklich nicht, aber das war zu viel. Was war zu viel? Na, dieser Krach, diese Tanzerei, diese schreckliche Musik. Wer weiß, was Sie da oben sonst noch trieben. Ach, was glauben Sie denn? Wie viele Personen nahmen an dieser Feier teil? 6. Immer die gleichen. Dieter Westermeier gehörte zu Ihnen. Ja, ja, er ist ja der Freund von der Regina. Sie wissen das alles ja sehr genau. Man wohnt ja schließlich im selben Haus. Und Sie haben dann Montagabend den ABV alarmiert? Allerdings, ja. Die Eltern sind weg und schon wird der Hund von der Kette gelassen. Das geht doch nicht. Als Genosse Schütze kam, gab es da Streit mit Dieter Westermeier? Ja. Und anschließend? Wissen Sie, wie lange Dieter Westermeier noch im Hause blieb? Nö. Nein. Ach, das wissen Sie nicht? Ich hatte was zu erledigen. Geschäftlich. Wenn Fräulein Sommerfeld zurückkommt, wir möchten Sie sprechen. Würden Sie ihr das bitte ausrichten? Aber natürlich. Du kannst mich mal! Donnerwetter. Streitereien bei den Fenskes?
Es kann mit der Verlobung von Christel zusammenhängen. Die Leute reden schon darüber. Dieser Harald Kasch, der Verlobte von Christel Fenske, macht aber keinen schlechten Eindruck. Die Bauern von Kremsmühlen schwören sogar auf ihn. Er baut drüben den neuen großen Rinderstall. Da haben er und Heini Fenske sich auch kennengelernt. Und wieso jetzt diese Streitereien, Genosse Cornelius? Ja, man sagt ihm, Heini Fenske ist plötzlich die Heirat nicht mehr recht. Er traut dem Harald Kasch nicht. Der will nicht die Schwester, sondern das Haus. Die Mitgift. Und was meinen Sie, Genosse Cornelius? Die Leute hören manchmal das Gras wachsen. Ich glaube jedenfalls, die Christel und der Kasch sind kein schlechtes Paar. Sie hatten uns Neuigkeiten versprochen. Eine. Vor seinem Unfall war Genosse Schütze in der Ulmenschenke. Er hat von dort telefoniert. Man hat gehört, dass er davon sprach, nach Kremsmühlen rüberzufahren. Um welche Zeit kann das gewesen sein? Nach meinen Befragungen gegen Viertel acht. Die Gaststätte war voll? Westermeier war auch da. Was? Hat Zigaretten gekauft. Ja, bitte. Guten Abend. Ich bin Regina Sommerfeld. Guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Brauchen Sie mich noch, Genosse Hauptmann? Nein, danke. Wir sehen uns morgen früh. Fräulein Sommerfeld, wir brauchen ein paar Auskünfte. Sie kennen Dieter Westermeier? Ja. Wie gut? Wir sind befreundet. Schon lange? Etwa ein Jahr. Fräulein Sommerfeld, wir haben erfahren, dass es eine Anzeige gab, weil Sie während der Abwesenheit Ihrer Eltern eine sehr laute Party feierten. Ach, ich dachte, die Sache wäre längst zu Ende. Was ist denn nun wirklich vorgefallen während der Feierei? Was hat Ihnen denn der nette von der Beck alles so erzählt? Sie scheinen ihn ja nicht sehr zu mögen. Was halten Sie von Männern, die mit einem Fernglas anderen in die Fenster sehen? Ach, tut Herr von der Beck das? Er glaubt immer, er verpasst was. Er muss wohl gedacht haben, wir machen sonst was in der Wohnung. Meinen Sie, wir wussten nicht, dass er uns seit Tagen schon belauert? Dann war also Ihre Feier gar nicht so laut. Laut? Meinetwegen. Die Musik, die uns gefällt, die ist nun mal ein bisschen lauter als Lehar. Ich habe ihm aber vorher sogar Bescheid gesagt, dass wir feiern würden. Und als Sie merkten, dass er auf Sie alle wütend war, übertrieben Sie es etwas, hm? Mit der Lautstärke und der Tanzerei. Hm. Muss das unbedingt in der Wohnung Ihrer Eltern sein? Wo sollen wir denn hin? Straßen und Häuser werden neu gebaut. Geld für den Jugendclub ist noch nicht, heißt es. Nicht mal einen Schuppen gönnen die uns, den wir uns ausbauen können. Die einen sagen, das ist feuergefährlich. Die anderen finden es unmoralisch. Trösten Sie sich, in der Bezirkshauptstadt ist es nicht anders. Aber da gibt es mehr Abwechslung. Theater, Kino, Tanzcafés. Bei uns findet man als Frau nicht mal einen Mann. Hm. Stellt die FDJ nichts auf die Beine? Männer? Nein, ich meine frohes Jugendleben und so. Subotniks sind auch nicht gerade die Erfüllung. Deshalb haben Sie die Party organisiert. Ja. Und? Es gab eine Beschwerde. Der ABV rückte an, zwischen ihm und Dieter Westermeier kam es zum Streit. So war's doch. Und danach? Wir haben aufgehört. Heißt das, Ihre Gäste sind gegangen? Ja. Auch Dieter Westermeier? Ja. Und wohin ging er? Nach Hause, nehme ich an. War er auf den ABV sehr wütend? Wenn Sie denken, Dieter ist das gewesen, niemals. Das kann auch... Ne, wer könnte es gewesen sein, Fräulein Sommerfeld? Zum Beispiel von der Beck? Wieso denn von der Beck? Wieso denn nicht? Fräulein Sommerfeld, wir wissen, dass Dieter Westermeier von Ihnen weggegangen ist in Richtung Schwarzer Mann. Von der Beck auch. Was? Und dabei saß bei ihm in der Wohnung der Kassierer. Welcher Kassierer? Der von der Versicherung. Er wohnt in Kremsmühlen und fährt mit seinem Trabant immer durch den Schwarzen Mann. Und er hat sicher immer eine Menge Geld bei sich. Und was hat von der Beck damit zu tun? Fragen Sie ihn doch. Danke, Fräulein Sommerfeld. Das werden wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Raubüberfall auf Versicherungskassierer.
Bisschen sehr viel. Ach, Sie haben sich einen Überfall auf den ABV in den Kopf gesetzt, ich weiß. Wenn nicht der Kassierer liegt im Krankenhaus, sondern Genosse Schütze. Dann versehen vielleicht. Eine Ungenauigkeit im Zeitplan des Täters. Stellen Sie sich doch mal vor, von der Beck macht eine Anzeige beim ABV, hat ihn somit beschäftigt. Dann macht er sich an die Vorbereitung für die Durchführung seines geplanten Überfalls. Irgendeinen Beweis für Ihre Theorie? Noch nicht. Dafür habe ich hier ein Telegramm. Am 7.12. wurde in Scharbrück ein Moskwitsch gestohlen. Vom 7. zum 8.12. übernachtete Dieter Westermeier im Scharbrücker Gasthaus am Markt. Trotzdem, ich rede mal mit dem Kassierer. La Paloma, wunderbar. Was Sie sich auch vornehmen, überall lauern Gefahren. Na, nur übertreiben Sie aber, Herr Merkel. Nein. Wie schnell liegt man auf der Nase? Unfall, Krankheit, längere Zeit arbeitsunfähig, Minderung des Einkommens. Wer hilft? Die kombinierte Unfall- und Krankenversicherung. Wir sind schon drin. Wunderbar. Sollten Sie einen Waldi oder Cäsar besitzen, wäre es ratsam, den Haftpflichtversicherungsschutz gegen einen Zuschlag von 10 Mark auch auf den Hund auszudehnen. Wir haben keinen. Wunderbar. Haben Sie Kinder? Ja, eine kleine Tochter. Wunderbar. Sie haben eine Tochter, ja. Nicht wahr? Mit Stolz und Freude betrachten Sie sie und sicher sparen Sie heute schon, um ihr später einmal eine gediegene modische Aussteuer mitzugeben. Hellerau, ja. Dederon, Farbfernseher, Kühlschrank, Waschmaschine. Herr Merke, hören Sie auf, meine Tochter ist ja erst 5. Wunderbar. Was sind Jahre? Im Fluge vergeht die Zeit und aus Kindern werden Leute. Hören Sie, Herr Merke. Hand aufs Herz. Können Sie auf Anhieb sagen, wie viel eine komplette Aussteuer kostet? Schätzen Sie mal, Sie werden es nicht für möglich halten, wie hoch die Zahlen heutzutage klettern. Ja, Herr Merkel, Sie waren am Montag bei den Wunderbecks, Straße der Aktivisten. Wunderbar. Ja. Hat sich Frau Wunderbeck über meine Arbeit beschwert? Herr Wunderbeck war nicht anwesend. Ja, doch. Nein, aber lassen Sie uns doch noch mal über die Police sprechen. Sie helfen sich selbst, wenn Sie vorsorgen durch die Inanspruchnahme einer Aussteuerversicherung. Ja. Sie ergänzt wirkungsvoll die sozialpolitischen Maßnahmen unseres sozialistischen Staates entsprechend Ihren persönlichen Verhältnissen. Ja, warteten Sie auf Herrn Wunderbeck. Oh, nicht lange. Sehen Sie, die Hochzeit einer Tochter bedeutet immer eine große finanzielle Belastung für den Geldbeutel der Eltern, versteht sich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, Herr Wunderbeck, Herr Merkel, ja. Ich bin wegen Montagabend hier. Ich sage Ihnen, rechtzeitig versichern bringt nur Vorteile. Sie verlieren ja nicht, Sie können doch bloß gewinnen. Ja. Die Höhe des monatlichen Beitrages bestimmen Sie selbst. Ja. Ihre Tochter wird es Ihnen danken. Schließen Sie ab. Wunderbar. In Gottes Namen, schließen Sie ab. Aber beantworten Sie dann endlich meine Fragen. War Montagabend bei den Wunderbecks etwas Besonderes? Wie steht es mit den Beiträgen, die Sie kassieren? Sind sie hoch? Wie hoch? Das heißt, Herr Merkel, wie viel Bargeld tragen Sie so am Abend mit sich herum? Sie meinen? Unmöglich. Das heißt, einiges könnte ich Ihnen da schon allerdings über Wunderbeck mal so erzählen. Aber erst brauche ich noch Ihre Personalien für die Police. Wunderbeck hat Schulden? Fast 4000 Mark hat er sich allein im letzten halben Jahr zusammengeborgt. Wofür? Interessanter ist die Frage, wie will er das Geld zurückzahlen? Bei knapp 750 Mark Gehalt? Seine Gläubiger drängen schon. Kostspieliges Hobby, hä? Ein blondes. Etwa 10 Jahre jünger als er. Wohnt in Zeutin. Und wie lange treibt er das schon? Das heißt, ungefähr ein Jahr. Und Frau Wunderbeck? Soll von all dem nichts wissen. Wie oft besucht Wunderbeck seine Freundin in Zeutin? Einmal die Woche. Mindestens. Er sei dann geschäftlich unterwegs. Kunststück Dispatcher. Nicht uninteressant.
Ich habe aber auch was. Am Dienstag früh hat ein junger Mann Regina Sommerfeld verlassen. Er muss bei ihr übernachtet haben, sagt eine Nachbarin aus. Westermeier? Anzunehmen. Und noch eins. An mehreren Abenden hat Westermeier in der Nähe von Laderhoffs Wohnung herumgestanden. So? Herr Cornelius gab mir den Tipp. Wir sollten mal mit Laderhoffs Tochter sprechen. Sie ist Kindergärtnerin in Kremsmühlen. Sofort nach meiner Heirat bin ich weg von meinem Vater. Wegen meinem Mann. Vater und er stritten sich zu oft. Das lag aber an Vater. Wie wir hörten, war alles nicht so ganz einfach für ihren Vater. Der Tod ihrer Mutter. Erst hat er getrunken. Dann der Unfall. Ich war nicht mehr gern zu Hause. Manchmal dachte ich... Jedenfalls sind sie einfach gegangen. Ja. Dabei hätten wir sogar zwei Zimmer haben können. Aber mit meinem Vater zusammen wohnen... Nee. Meinen Sie, ihn sich selbst zu überlassen, war die bessere Lösung? Ist er wieder in Schwierigkeiten? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen rauskriegen, wer es auf den ABV abgesehen hatte. Sie glauben, mein Vater hat was damit zu tun? Sehr gut leiden konnte er den ABV ja wohl nicht. Ist das ein Wunder? Den Unfall damals hat Ihr Vater verursacht. Unter Alkoholeinfluss. Mit einem leeren Bus ist er an die Friedhofsmauer gerast. Leer? Manchmal habe ich geglaubt, er hat's mit Absicht gemacht. Und Sie haben ihn trotzdem verlassen? Ja. Gibt es zwischen Ihrem Vater und Dieter Westermeier irgendeine Verbindung? Die beiden können sich nicht ausstehen. Seit der Geschichte mit dem Motorrad? Ja. Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal gesehen? Vor ein paar Tagen. Sie müssen uns die Wahrheit sagen. Er hat nichts damit zu tun. Sie haben ihn also Montagabend gesehen. Können Sie uns die genaue Uhrzeit sagen? Mein Mann und ich, wir wollten nach Zeitin. Das Kino begann um 8. Da kam er aus dem Park. Wer? Mein Vater. Herr Laderhoff, am Montagabend waren Sie in der Nähe der Stelle, an der Genosse Schütze später verunglückte. Wer sagt das? Dieser Augenzeuge, Herr Laderhoff, ist absolut glaubwürdig. Noch gestern behaupteten Sie, am Montagabend hätten Sie im Bett gelegen, wären krank gewesen. Ich wollte in diese Geschichte nicht hineingezogen werden. Durch Ihre falsche Aussage stecken Sie nun ziemlich tief drin. Was haben Sie Montagabend am Schwarzen Mann gemacht? Da war ich bei den Fenskes. Herr Laderhoff. Die haben zwei Ziegen. Ich bin einer der Abnehmer für Ziegenmilch. Wir werden das nachprüfen. Bitte? An dem Abend. Haben Sie da im Park jemanden getroffen? Ja. Wonderbeck. Herr Wonderbeck, sind Sie in finanziellen Schwierigkeiten? Bitte. Ja oder nein? Nicht so laut. Meine Frau, sie ist im Nebenzimmer. Wir warten auf Ihre Antwort. Ja, also meine Privatangelegenheiten gehen niemanden etwas an. Auch nicht die Polizei. Gut, wir möchten wissen, was Sie Montagabend am Schwarzen Mann zu suchen hatten. Kurz vor dem Unfall des ABV. In der Ulmenschenke war ich, noch ein Bier trinken. Ist das vielleicht verboten? Nichts weiter als ein Bier trinken. Ach so. Sie glauben, ich, Arthur Wonderbeck, husche im dunklen Park zwischen den Bäumen umher und spanne ein Seil. Aber, meine Herren, das ist doch wohl absurd. Ist es das wirklich, Herr Wonderbeck? Ja, das ist es wirklich. Ich habe in meiner täglichen Arbeit genug Nervenkitzel. Kümmern Sie sich mal bei der Materiallage, den Ersatzteilproblemen für Maschinen um einen geregelten Produktionsablauf in einem immer größer werdenden Werk, wie es unsere Holzfabrik ist. Alles gut und schön, Herr Wonderbeck, aber wir möchten jetzt wirklich wissen... Meine Herren, Verzeihung, es ist mir zwar unangenehm und ich möchte Sie um Diskretion bitten, doch ich kann Ihnen sagen, warum ich Montagabend wirklich in der Ulmschenke war. Sagen Sie es uns. Ja, ich wollte telefonieren.
Sie haben doch zu Hause Telefon. In der Tat habe ich, ja. Aber ich war für Dienstag in Zeutin verabredet. Ach, so. Ja. Überraschend war aber im Betrieb eine Versammlung angesetzt worden. So, geben Sie uns bitte Name, Adresse und Telefonnummer der Dame in Zeutin. Ja, aber bitte, meine Herren, Diskretion, ja? Sie? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Fräulein Sommerfeld. Was wollen Sie von mir? Wir müssen Ihnen noch einige Fragen stellen. Das geht jetzt nicht. Es muss sein. Kann ich nicht morgen zu Ihnen kommen? Falls Sie Besuch haben, Fräulein Sommerfeld, es dauert wirklich nicht lange. Hier geht es nicht, wirklich nicht, Herr Oberleutnant, bitte. Gut, wir warten vorm Haus. Ich komme gleich runter, einen Augenblick. Na, Genosse Baumann, was glauben Sie? Warum wollte sie die junge Dame nicht in die Wohnung lassen? Besuch? Westermeier? Das werden wir ja gleich hören. So, da bin ich. Dann will nicht ein paar Schritte weitergehen. Bitte. Also dürfen wir unsere Fragen stellen? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Alles? Nachdem am Montagabend die Party bei Ihnen beendet war, ging Dieter Westermeier weg? Ja. Mhm. Und er kam nicht noch einmal zu Ihnen zurück? Nein. Und welcher Mann verließ Sie Dienstag früh? Das ist gelogen, bei mir war kein Mann. Man hat ihn gesehen, Fräulein Sommerfeld. Sie winkten ihm aus dem Fenster nach. Gut. Dann werden wir Dieter Westermeier verhaften müssen. Warum denn verhaften? Er hat für die Tatzeit kein Alibi. Oder? Also wann kam er zurück zu Ihnen? Halb acht. Punkt halb acht. Das kann ich beschwören. Und er blieb die ganze Nacht über bei Ihnen? Wer ist jetzt oben bei Ihnen in der Wohnung? Westermeier? Nein, meine Eltern sind früh aus dem Urlaub zurückgekommen. Wenn die das von Dieter erfahren, dass er hier war und jetzt noch die Polizei im Haus... Boah. Keine Angst. Von uns erfahren Ihre Eltern nichts. Danke. Und Dieter... Er hat nichts gesagt? Lieber hätte er sich verhaften lassen. Gratuliere, Fräulein Regina. Und Sie täuschen sich nicht, Fräulein Fenske. Das war Montagabend, als Ladorf hier war. Ich weiß es genau. Da war doch das Fußballspiel im Fernsehen. Und Harald, mein Verlobter, kam ziemlich früh an dem Abend. Er hatte sich wegen der Fernsehübertragung beeilt und kam viel früher als sonst. Und wie lange blieb Ladorf? Bis gegen acht. Genosse Hauptmann, das könnte auch ein geschickt vorbereitetes Alibi sein. Wie meinen Sie das? Nichts, Fräulein Fenske, nur so ein Gedanke. Wollen Sie nicht mal zu uns mit runterkommen? Ach, mein Verlobter ist ebenfalls da. Im Fernsehen gibt's heute einen Krimi. Danke, Fräulein Fenske. Unseren Bedarf deckt die Realität. Genosse Cornelius? Vom Parkplatz in Zeutin wurde eine Wartburg-Limousine gestohlen. Erst fuhr der Auto die Kreuz und quer durch die Gegend, jetzt fährt er offensichtlich in Richtung Schalente-Kremsmühlen. Wer hat die Verfolgung aufgenommen? Ein Streifenwagen und ein Privatauto. Wir sollen uns auf der Chaussee postieren, die am Schwarzen Mann vorbeiführt. Los, Baumann, zum Wagen. Ich stelle den Wagen am besten quer, Genosse Hauptmann. Scheint sich wieder mal zu bestätigen. Den Täter zieht's zum Tatort. Auf jeden Fall hat er's ziemlich eilig. Und er scheint die Übersicht verloren zu haben. Panik. Das ist am Ende meist so. Hoffentlich hat er sich's nicht anders überlegt. Ich höre noch nichts von einem Auto. Geduld, Baumann. Die erste Tugend eines Kriminalisten. Wir könnten ihm ein Stück entgegenfahren. Nein. Da. Cornelius gibt das Lichtsignal. Das muss er sein. Los, Scheinwerfer an. Jetzt. Was denn? Sie? Guten Abend, Herr Ladehoff. Aussteigen. Er hat uns doch abgehängt.
fährt wie ein Henker. Na nun, noch ein Bekannter? Sie, Herr Westermeier? Nicht doch, der junge Mann hat die VP benachrichtigt. Erwarten Sie, dass wir Ihnen jetzt gratulieren, Herr Westermeier? Ja, geschenkt, Genosse Hauptmann. Und nun zu Ihnen, Herr Westermeier. Erzählen Sie mal von Anfang an. Ja. Ladehoff hatte mich damals mit dem Motorrad geschnappt und dem Wolfgang übergeben. Und dann ging ich ab in den Knast. Und Sie hatten nur den Wunsch, sich zu rächen. An Ladehoff. Ja. Dann starb seine Frau. Er fing an zu trinken. Er hatte den Unfall. Na, das hätte ihn doch genügen müssen. Ja. Bis die Autos geklaut wurden. Und Sie bekamen es mit der Angst zu tun, man würde Sie verdächtigen. Ja, genau. Außerdem, ich wollte dem Wolfgang beweisen, dass ich eher als er den Dieb schnappen würde. Das ist Ihnen ja gelungen. Hatten Sie Ladehoff von Anfang an in Verdacht? Ja, ich traf ihn mal mit zwei vollen Kanistern, nachdem er schon nicht mehr Auto fahren durfte. Herr Ladehoff hat gestanden, das Autofahren sei für ihn sowas wie eine Sucht. Tja. Dabei habe er immer alles vergessen können. Den Tod seiner Frau, dass er allein ist. Er behauptet auch, das würde sich mit Ihrer Aussage decken, stets nur eigenen Sprit verfahren zu haben. Er wird uns zeigen, wo er noch zwei volle Kanister versteckt hat. Hier lang. Davon sind die Weiden. Und wo ist das Benzin? Da, im Pavillon. Früher haben da drin immer die Musiker gespielt. Da in der Ecke, hinter den alten Brettern und Kisten. Geben Sie mir mal Ihre Taschenlampe, Baumann. Na? Was ist? Das mit dem Sprit stimmt. Zwei volle Kanister. Aber? Ich habe noch was gefunden. Was denn? Ein Seil. Das Seil, das über die Straße gespannt war. Mensch, Ladehoff. Das ist doch idiotisch, sowas zu machen. Ich war's nicht, Herr Hauptmann. Ich schwör's Ihnen. Das muss einer versteckt haben. Wer? Ich, was? Mir traut man doch alles zu. Nee, du nicht. Das glaube ich nicht. Wer dann? Ich weiß es nicht. Der Pavillon liegt nur etwa 5 Minuten vom Tatort entfernt. Sie, Herr Ladehoff, wird Genosse Cornelius in die Kreisstadt bringen. Und Sie, Herr Westermeier, können nach Hause gehen. Danke. Warum bedanken Sie sich? Weil mir endlich mal einer glaubt. Ich komme noch ein Stück mit, Harald. Es ist kalt, Christel. Ich bin warm genug angezogen. Ist schon zu spät. Lass mal heute. Glaubst du, ich fürchte mich, allein zurückzugehen? Nachher? Du setzt einen ganz schön zu. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mein Bruder wartet schon auf Sie. Weshalb? Na, Ihr Abendbrot. Sie mussten es doch vorhin unterbrechen. Hatten Sie Erfolg, Genosse Hauptmann? Ja, kann man sagen. Bis morgen dann. Angenehmen Feierabend. Danke. Danke. Tee oder Bier? Wir werden Sie morgen verlassen, Herr Fenske. Ist alles erledigt, ja? Ladehoff ist der Autodieb. Aha. Und mit Wolfgang Schütze, das war wohl doch ein Unfall, was? Naja, ich verstehe. Dienstgeheimnis. Jedenfalls sind Sie nun sicher froh, dass Sie bald wieder zu Hause sind, was? Wir haben lange genug Ihre Gastfreundschaft beansprucht. Oh, die paar Tage. Ist doch selbstverständlich. Nicht jeder hat uns so bereitwillig unterstützt wie Sie. Also, ich bringe Ihnen jetzt noch ein paar Flaschen Bier. Zur Feier des Tages sozusagen. Herr Fenske? Ja?
Kennen Sie dieses Seil? Kennen Sie es? Ja. Und wem gehört es? Ihnen, nicht wahr? Ja. Mir. Warum? Das Motiv, Herr Fenske. Warum ausgerechnet Wolfgang Schütze? Nicht für den Wolfgang war das gedacht. Was denn, doch ein Versehen? Ich wusste nicht, dass Harald wegen des Fußballspiels so früh kommen würde. Ihrem zukünftigen Schwager galt das. Warum? Ich wollte nicht, dass Christel ihn heiratet. Was wäre denn aus mir geworden? Rausgesetzt hätte mich der Harald doch! Aber Herr Fenske, das bilden Sie sich ein. Nein, nein! Gegen den komme ich nicht an. Das ist ein Kerl wie ein Schrank. Und ich! Und da wollten Sie einmal stärker sein als er. Deshalb? Einmal sollte er unten liegen. Sollte mal sehen, wie es ist, wenn man auf die Nase fällt. Sie hätten sich doch denken können, dass so etwas nicht gut ausgeht. Oder haben Sie nie daran gedacht? Haben Sie geglaubt, Harald Kasch kommt gemütlich per Fahrrad angefahren, stolpert, fällt, verstaucht sich den Fuß und lässt dann ab von Ihrer Schwester? Das ist doch naiv. Früher, wenn ich nach Hause kam, war alles so gemütlich. Christel wartete auf mich. Und heute? Herr Fenske, wir müssen Sie verhaften. Ja. Was wird meine Schwester dazu sagen? Der Bruder, ein Verbrecher. Ob das vielleicht den Harald abhält, Christel zu heiraten? Herr Hauptmann? Fenske, Fenske. Sie würden es nicht tun, was, Herr Oberleutnant? Nein. Und er auch nicht. Das weiß ich schon. Darf ich mir noch ein paar Sachen einpacken? Bitte. Sie hatten doch recht, Baumann. Ich gratuliere. Auf Fenske traf vieles zu. Tja, er war zuerst am Tatort. Er wohnt in der Nähe. Vor allem die Uhrzeit. Schützes Uhr war um 19.56 Uhr stehen geblieben. Die Polizei wurde erst um 20.20 Uhr benachrichtigt. Dabei sind es bis zur Ulmschenke nur knapp 5 bis 8 Minuten. Was hatte Fenske in den übrigen 10 Minuten getan? Jetzt wissen wir es. Er hat das Seil versteckt. Sachen gibt's. Tja. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Linda Tessmer. Am schwarzen Mann. Dramaturg Hans Bräunlich. Die Personen und ihre Darsteller waren Hauptmann Gerber, Ernst Kahler, Oberleutnant Baumann, Wolfgang Ostberg, Fenske, Wolfram Handel, Ladehoff, Erik S. Klein, Dieter Westermeier, Jürgen Gluckert, Wonderbeck, Herbert Köfer, Christel Fenske, Ruth Klöss, Angelika Schütze, Renate Reinicke, Regina Sommerfeld, Ursula Stark, Elke Ladehoff, Katharina Tomaszewski, Mutter Westermeier, Hilde Kneip. Versicherungsvertreter
Jürgen Holz. ABV Schütze, Erik Weltere. ABV Cornelius, Johannes Maus. Harald Kasch, Christoph Matthias Lau. Wirt, Kurt Radeke. Krankenschwester, Hanna Rieger. Bürgermeister Fuchs, Rudolf Christoph. In weiteren Rollen hörten Sie Arno Lungfiel und Otto Schröder. Ton Hans Wirt, Schnitt Gertraud Gruner, Regieassistenz Hans-Joachim Engelmann. Regie Joachim Staritz.